Herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung 2 GmbH. Wir befinden uns im dritten Vorlesungstermin. Sie erinnern sich, der erste Termin, da habe ich Ihnen einen Überblick gegeben. Im zweiten Termin vor 2 Wochen haben wir gesprochen über Satzungsgestaltung. Und heute findet der dritte Termin statt. Und heute behandeln wir Kapitalaufbringung, Vorbelastungs- und Handelndenhaftung. Sie sehen aber auch, wir haben vor 2 Wochen nicht alle Punkte geschafft. Daher habe ich einige Punkte der Vorlesung von vor 2 Wochen heute noch einmal aufgegriffen. Außerdem ist das gar nicht schlecht, dann können wir nämlich ein paar Sachen wiederholen, die wir damals gemacht haben. Fangen wir an mit einem Gesamtüberblick. Ich habe Ihnen hier 1, 2, 3, 4 Fragen zusammengestellt. Und ich schlage vor, dass wir hier mit diesen Fragen anfangen. Jetzt sehen Sie noch nichts mehr, man kann nicht alles haben. So, was ist der Mindestinhalt einer GmbH-Satzung? Wo finden sich die gesetzlichen Regelungen hierzu im GmbH-Gesetz? Ja. Was fällt Ihnen dazu ein? Wo gucken Sie da? Ja? Ja? Genau, in Paragraph 3 Absatz 1. Und was ist dieser Mindestinhalt? Was steht da so? Was müssen Sie regeln? Ja, können Sie da ablesen. Wir brauchen Firma, wir brauchen Sitz, wir brauchen Unternehmensgegenstand, wir brauchen Stammkapital und wir brauchen Geschäftsanteile. Und in welchen Paragraphen finden Sie Näheres zu diesen jeweiligen Angaben? Auch nicht so schwierig. Ja. Wo gucken Sie? Ja. Ja, in den Nachfolgenden. Das heißt, Sie gucken in 4 für die Firma, in 4a für den Sitz, in 5 fürs Kapital und in 7 für die Geschäftsanteile. Also nicht allzu schwierig. Dann zweite Frage, welche Regelungen gelten für Nebenleistungspflichten und Nachschusspflichten? Wo taucht das Wort Nebenleistungspflicht auf? Im GmbH-Gesetz, in unserem Zusammenhang mit Gesellschaftsvertrag. Ja, ist ja nicht schwierig. Wo gucken wir die ganze Zeit? Gucken wir die ganze Zeit? Ja? Paragraph 3 Absatz 2. Wenn das jetzt hier Nebenleistungspflicht heißt, was ist denn dann die Hauptleistungspflicht der Gesellschafter? Ja? Ja, die Erbringung ihrer Einlage. Woraus ergibt sich diese Pflicht, dass die Gesellschafter eine Einlage zahlen müssen? Ja? Ja, Paragraph 19 Absatz 1, die Einlagepflicht. Gut. Wenn das also die Hauptpflicht ist, was ist denn dann eine Nebenleistungspflicht? Was kann eine Nebenleistungspflicht in einer GmbH sein? Ja? Ja, hervorragend. Zum Beispiel Wettbewerbsverbote oder Geschäftsführung. Ein Wettbewerbsverbot ist eine Unterlassungspflicht, das heißt, ich muss es unterlassen, als Gesellschafter in die Konkurrenz zu meiner GmbH zu geben. Das ist keine Einlage, weil ich kann es nicht in Geld bewerten, aber es ist durchaus eine Leistungspflicht und wenn dagegen verstoßen wird, kann ich auf Schadensersatz klagen oder möglicherweise sogar ausschließen, wenn die Satzung eine Ausschließung aus wichtigem Grund vorsieht. Praktisch häufig hat man eine Pflicht zur Geschäftsführung. Wenn man einen besonders tollen Menschen hat als Gesellschafter, dann soll er natürlich auch verpflichtet sein, für die Gesellschaft aktiv tätig zu werden. Nicht nur sein Geld geben, sondern auch seine Kontakte nutzen, seine Kompetenzen nutzen und Ähnliches. Auch das ist eine Nebenleistungspflicht.
Was ist denn nun mit diesen Nachschusspflichten? Wo finden Sie denn eine Nachschusspflicht in der GmbH? Im Gesetz geregelt. Ja? Genau, in Paragraph 26. Und wie funktioniert das mit der Nachschusspflicht in der GmbH? Da gibt es ja zwei Gestaltungen, wenn Sie mal gucken da, im Gesetz. Können Sie was vereinbaren? Wie kann man Nachschusspflichten ausgestalten? Ja? Beschränkt oder unbeschränkt? So, jetzt haben Sie eine Nachschusspflicht vereinbart. Wer entscheidet denn, ob der Nachschuss eingefordert wird? Können die Gläubiger klagen auf Einzahlung des Nachschusses? Ja, die Einforderung erfolgt durch einen Gesellschafterbeschluss. Und welche Besonderheit gilt bei einer unbeschränkten Nachschusspflicht? Welche Möglichkeit haben die Gesellschafter da immer, wenn sie dagegen sind? Was können die machen, rein praktisch? Was kann denen passieren? Ja, was sagt uns das Gesetz? So sieht man trotzdem nicht. Ja. Ja, kann innerhalb eines Monats nach dem Beschluss, dass das nachgeschossen werden soll, kann er anstatt den Nachschuss zu leisten, den Anteil, den Geschäftsanteil dafür zur Verfügung stellen, dass diese Leistung, dass die anderen Gesellschafter sich daraus befriedigen, das praktisch schon begleitet werden. Die anderen Gesellschafter? Was passiert? Genau. Und was passiert denn, wenn der Geschäftsanteil nicht verkauft werden kann zu einem Wert, der auch den Nachschuss decken würde? Das kann ja passieren. Also sagen wir, die Gesellschaft sagt, jeder Gesellschafter muss 1 Million nachschießen. Dann sagt einer, ne, 1 Million ist mir das nicht wert, ich bin raus. Dann stellt in der Gesellschaft seinen Gesellschaftsanteil zur Verfügung und die Gesellschaft sucht dann jemanden, der das Ding kauft für 500.000. Dann fehlen aber immer noch von der Million, die er eigentlich nachschießen müsste, 500.000. Was ist mit diesen 500.000? Wer zahlt die denn? Können Sie sie noch 10-mal lesen? Ja. Ich würde sagen, im Zweifel muss der Gesellschafter das, was noch zu leisten ist, leisten. Das wäre ziemlich brutal. Dann würde derjenige, der rausgegangen ist, der ist noch nicht mal mehr Gesellschafter, der ist ja raus, auf einmal 1 Million zahlen müssen und wäre noch nicht mal mehr Gesellschafter. Nein, aber hat er ursprünglich mal der Regelung zugestimmt? Ja. Und hätte er damit rechnen können? Ja. Aber das Problem bei einem unbeschränkten Nachschuss ist ja, Sie wissen gar nicht, wie viel das ist. Unbeschränkt kann ja durchaus Milliarden sein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit Mark Zuckerberg in der Facebook GmbH wären, würde der sagen, okay, Nachschuss, jeder zahlt mal 500 Millionen nach. Und Sie denken sich, okay, ich kann es mir nicht leisten. Mark Zuckerberg sagt, okay, guck mal kurz in meinem Portemonnaie, 500 Millionen, Sache erledigt.
Das Problem ist ja, Sie wissen ja nicht, wie die Sache sich entwickelt. Es kann sein, dass einer von Ihnen total reich geworden ist und Sie total arm sind. Und dadurch können Sie mit der Nachschusspflicht durchaus die jeweils anderen in die Pfanne hauen und sagen, zahl oder stirb. Ja? So ist es. Der Anteil fällt an die Gesellschaft. Gut, sagen Sie, ist ja wunderbar. Da hat die Gesellschaft den Anteil, da kann die Gesellschaft selber die Millionen zahlen. Das wird wohl auch nicht klappen. Also an wen hält man sich, wenn einer wegfällt? Was relativ offensichtlich ist. Ja? So ist es. Nach § 24, der hier auch gilt, haften dann die anderen anteilsmäßig auf den Wegfall des einen. Das heißt, es wird vorrangig wieder versucht, durch den Verkauf des Anteils Geld in die Kasse zu spülen. Wenn das nicht geht, müssen die anderen Gesellschafter den Wegfallenden mittragen. Das heißt, wenn sie eine unbeschränkte Nachschusspflicht in der Satzung haben und beschließen, dass ein Nachschuss eingefordert wird, müssen sie damit rechnen, dass die anderen rausspringen und sie dann deren Anteil mittragen müssen. Wir haben auch besprochen, dass diese Regelung praktisch keine Relevanz hat, weil man sagt, entweder wir erhöhen direkt das Kapital auf einen angemessenen Betrag oder wir liquidieren. Diese Nachschusspflicht, die das Stammkapital unverändert lässt, ist praktisch eine reine Rechenziffer, die weder die Gläubiger zufriedenstellt, noch die Gesellschafter irgendwie begeistern wird. Ja. Dann haben wir ganz zum Ende der letzten Veranstaltung oder der vorletzten Veranstaltung gesprochen über die Regelungen zum Gründungsaufwand. Sie erinnern sich, düst, dass diese Klauseln, die sagen, die GmbH trägt die Kosten ihrer Gründung bis zu einem Betrag von X selbst. Warum braucht man überhaupt diese Regelungen? Was würde gelten, wenn Sie in der Satzung nicht reinschreiben, wie auch im Musterprotokoll vorgesehen ist, die Gesellschaft trägt die Kosten ihrer eigenen Gründung? Wer zahlt denn dann die Kosten der Gründung der GmbH? Ja? Ja, das könnte man meinen. Es käme zu einer Unterbilanzhaftung möglicherweise. Ist es denn so, dass automatisch die Kosten der Gründung Kosten der Vorgesellschaft sind? Wann entsteht denn diese Vorgesellschaft, wo überhaupt die Unterbilanzhaftung überhaupt erst eingreift? Ja? So ist es. Grundsätzlich hätte man die Verpflichtung zur Zahlung der Gründungskosten schon vor der Gründung der Vor-GmbH, das heißt, bevor man beim Notar war. Und damit hätte man eine OHG und es würden die Gesellschafter persönlich haften. Da die aber keine Lust haben, sozusagen 25.000 Euro plus X, also plus 500 Euro Gründungskosten zu zahlen, sagt man, wir rechnen diese 500 Euro direkt zum Nachteil der entstehenden GmbH. Und diese Regelung ist deshalb wichtig wegen der Unterbilanzhaftung, weil wir haben diese Problematik mit der Begrenzung. Wir sagen, wir wollen eine verdeckte Gewinnausschüttung vermeiden. Die ist steuerrechtlich problematisch. Die ist aber auch hier wegen Hin- und Herzahlen im Hinblick auf Kapitalaufbringung problematisch. Und daher muss ich das in einem vernünftigen Rahmen halten. Und deshalb schreiben wir einen Betrag da rein, der ungefähr bei 2.000 Euro liegen kann, maximal. Letzter Punkt, ganz am Ende der Veranstaltung haben wir gesprochen über Schriftformklauseln und salvatorische Klausel. Sie erinnern sich durchaus, was eine Schriftformklausel ist, sogar eine qualifizierte Schriftformklausel. Was war das nochmal? Ja? Ja, dann erfordert auch die Aufhebung der Schriftklausel am Richtigen. So ist es. Sie haben also eine Klausel, die sagt, alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und auch Änderungen dieser Klausel bedürfen ihrerseits der Schriftform. Warum dieses doppelt gemoppelte, auch Änderungen dieser Klausel bedürfen der Schriftform? Können wir auch weglassen, da haben wir es viel einfacher. Ist ja selbstverständlich, wenn alle Änderungen der Schriftform bedürfen, muss erst recht eine Änderung der Klausel selber schriftlich erfolgen.
Warum schreibt man da dieses Qualifizierte rein und sagt, auch diese Klausel insbesondere? Also, BGBAT-Problem. Das können Sie ja alle. Ja, gucken Sie mich nicht so erstaunt an, dass ob ich es jetzt erfunden hätte. Ja? So ist es. Die Rechtsprechung sagt, aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz folgt, dass Menschen grundsätzlich in der Lage sein müssen, ihre rechtsgeschäftlichen Beziehungen frei auszugestalten. Wenn die selber eine Schriftform vereinbaren, wollen sie damit Zweifel nicht auf Dauer binden. Wenn sie wirklich was anderes wollen, sollen sie auch die Chance haben, das anders zu leben. Sie müssen nicht ständig an Formalia denken, sie sollen auch inhaltlich selber gestalten können. Deshalb kann man von Schriftformklauseln durch konkludente oder mündliche Abrede abweichen. Man kann also sagen, ach komm, vergiss die Schriftformklausel, wir machen es mal so, wir haben keinen Stift dabei. Das kann man sogar konkludent machen, indem man einfach was anderes macht, solange man unterstellt, dass beide Parteien daran gedacht haben, ach komm, wir haben zwar eine Schriftformklausel, aber wir halten uns nicht dran. Weil das aber möglich ist, wäre die Schriftformklausel letztendlich wertlos. Also hat man eine Rückausnahme gesagt und sagt, wenn man doppelt gewarnt ist, einerseits durch die Vereinbarung der Schriftform und andererseits zusätzlich durch die Vereinbarung, dass man davon nicht abweichen kann, dann muss man sich auch daran halten lassen, dann kann man noch so sehr dagegen verstoßen, das Ganze führt nicht zur Vertragsänderung. So, warum brauchen wir sowas bei der GmbH? Haben wir nicht im GmbH-Gesetz ohnehin eine strengere Form als Schriftform, nämlich notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags nach § 2 Absatz 1 GmbH-Gesetz? Warum macht man eine Schriftformklausel in der GmbH-Satzung? Ist das nicht ein bisschen komisch? Ist auch blöd. Wenn ich notarielle Beurkundung brauche, dann nochmal Schriftform reinschreiben, das ist ja doppelt und das ist ja völlig blöd. Ist ja nicht wirksam, weil es nicht notariell ist. Warum also eine Schriftformklausel in einer GmbH-Satzung? Und Sie werden überrascht sein, das kommt ziemlich oft vor. Jetzt sagen Sie, das sind alles unfähige Menschen, aber das glaube ich nicht. Warum schreibt da jemand eine Schriftformklausel rein? Ja? Das sollen, also meines Erachtens, halt alle Fälle erfassen, die eben gerade nicht in der Satzung bereits geregelt sind, sondern die zukünftig irgendwann mal auftreten. Ja, es kann durchaus auch in einer GmbH sogenannte Nebenabreden geben, die glatt ins gleiche Wirkung haben. Typischerweise zum Beispiel Stimmrechtspools. Oder man vereinbart ein Wettbewerbsverbot, gerade nicht in der Satzung, sondern einfach nur so unter den Gesellschaftern mit dem jeweiligen Geschäftsführer. Für diese Fälle soll die Schriftformklausel sicherstellen, dass die Satzung in gewisser Weise durch Papier ergänzt werden muss, damit man nachweisen kann, was gilt eigentlich in dieser GmbH. Es gibt keine geheimen, rein mündlichen Absprachen, sondern alles, was rechtlich verbindlich ist, muss schriftlich fixiert sein. Und das gilt für die Satzung durch notarielle Beurkundung, aber für alles Recht unter der Satzung, Geschäftsordnungen, Vereinsordnungen, für all diese Sachen gilt das nicht und das stellt diese Regelung sicher. Nutzungsordnung für die Geschäftsräume, Hausordnung für die Gaststätte der GmbH. All das müsste danach schriftlich sein. Ja, dann steht hier noch salvatorische Klausel. Was ist eine salvatorische Klausel? Ja? Ja, sie bestimmt zunächst mal in der Tat, wenn ein Teil des Vertrages unwirksam ist, ist der Rest des Vertrages wirksam. Bräuchte man eine solche Regelung in der GmbH? Was gilt, wenn eine Regelung der GmbH-Satzung unwirksam ist? Greift dann 139 BGB mit der Folge, ein Teil unwirksam ist alles unwirksam? Ist das so? Brauchen wir bei der GmbH die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft? Die brauchen wir bei der GbR, die brauchen wir bei der OHG.
brauchen wir sie auch bei der GmbH. Das ist sogar europarechtlich geregelt, die Problematik. Das ist also nicht mal eine Sache, die nur für Deutschland gilt, die gilt auch für Polen, England, Schottland, Irland, Frankreich, Belgien, solange die auch dabei sind alle. Müsste man nicht zuerst über die ergänzende Vertragsauslegung gehen, sodass man dann gar nicht erst zum 139 kommt? Sie machen sich viel zu kompliziert. Gucken Sie mal ins Gesetz. Wann kann eine GmbH nichtig sein? Das ist geregelt. Wo würden Sie das regeln? 75. Ja, gucken wir da mal hin. So geht's nicht. So, enthält der Gesellschaftsvertrag keine Bestimmungen über die Höhe des Stammkapitals oder den Gegenstand des Unternehmens oder sind die Bestimmungen des Gegenstands über den Gegenstand des Unternehmens nichtig, so kann jeder Gesellschafter im Wege der Klage beantragen, dass die Gesellschaft für nichtig erklärt wird. Was können wir im Umkehrschluss aus dieser Regelung folgern? So ist es. Jeder andere Fehler der Satzung führt nicht zur Nichtigkeit der GmbH. Wenn Sie noch weiter gucken, GmbH-Gesetz in 76, 77, werden Sie sehen, man kann diese Mängel auch recht leicht heilen, indem man einfach eine neue Satzungsänderung beschließt. Das heißt, die GmbH wird dann auch wieder fortgesetzt. Warum ist das so, dass die Nichtigkeitsgründe bei der GmbH total eingeschränkt sind gegenüber der GbR, wo wir sagen können, Minderjährige dabei, schon alles des Teufels oder irgendwelche sittenwidrigen Regelungen, kippt alles den Bach runter. Warum sind bei der GmbH und übrigens bei der AG auch die Gründe, warum eine Gesellschaft nichtig sein kann, total eingeschränkt? Weil die Rückabwicklung total kompliziert ist, vor allen Dingen für wen? Für wen ist das Ganze ein Problem bei der Kapitalgesellschaft? Viel schlimmer als bei Personengesellschaften, wo wir irgendwie noch hinkommen, möglicherweise, wenn wir sagen, das ist alles okay. Ja, für die Gläubiger und vor allen Dingen auch für die Schuldner der GmbH, die möglicherweise sagen, okay, wem gegenüber muss ich jetzt erfüllen? Das heißt, sobald die GmbH da ist, haben wir eine juristische Person, aber wir haben nicht die Gesellschafter als Auffangsubjekt. In der Personengesellschaft können wir immer sagen, okay, wenn es die nicht gibt, dann haben wir halt immer noch die Gesellschafter, auf die wir zurückgreifen können. Wir können sagen, dann zahlen halt A, B, C, D oder als Gesamtschuldner alle zusammen, als Gesamtgläubiger alle. In der GmbH ist die Gesellschaft so abstrahiert von den Gesellschaftern, dass es nicht geht. Und deshalb schreibt die EU in der ersten Richtlinie, Publizitätsrichtlinie, vor, dass die Zahl der Nichtigkeitsgründe für Gesellschaften nur auf diese Fälle beschränkt ist. Und zwar für alle Kapitalgesellschaften in der ganzen EU. Egal, ob es GmbH oder AG ist oder Limited oder SPZOO, spielt überhaupt keine Rolle. Oder BV, Sie können nehmen, was Sie wollen, die Nichtigkeitsgründe sind beschränkt. Das heißt, Fehler spielen keine Rolle. Gut. Wenn das aber so ist, stellt sich unsere Folgefrage, warum haben dann ganz viele GmbH-Satzungen salvatorische Klauseln, wenn die ohnehin wirksam sind? Ja, gut, es gibt ein gutes Gefühl, freut auch den Notar, da kann die Leute sagen, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe da eine nette Klausel für Sie formuliert, das rettet eh alles, klingt gut. Das mag psychologisch so sein. Hat die Klausel denn rechtlich irgendeine Relevanz oder ist es wirklich nur reine Gewissensberuhigung? Können Sie sich irgendeinen Fall vorstellen, wo man so eine Klausel vielleicht brauchen könnte? Also für die Fälle nützt es halt nichts, wenn kein Unternehmensgegenstand drin ist, hilft Ihnen die salvatorische Klausel auch nichts. Oder wenn Sie reinschreiben, unser Unternehmenszweck ist der Verkauf von Drogen, werden Sie auch ein Problem kriegen, weil
da nützt Ihnen die Regelung halt auch nichts. Da kann man nicht sagen, okay, gemeint sind halt erlaubte Drogen oder sowas. Modedrogen. Ja, der Mehrwert wird darin gesehen, dass man sagt, in der salvatorischen Klausel können Sie zumindest andeuten, was denn gelten soll anstelle der nichtigen Klausel. Normalerweise geben Sie in dem Moment, wo die Klausel nichtig ist, völlig in die Hand des Richters. Der Richter sagt, okay, ergänzende Vertragsauslegung und ich gucke mal so, was ich da so finden kann. Hier können Sie dem Richter ganz klare Vorgaben treffen. Sie können sagen, okay, möglichst geringe Belastung der Gesellschaft oder sowas. Wenn eine Regelung nichtig ist, tritt an Ihre Stelle eine Regelung, die den A möglichst wenig beeinträchtigt oder die möglichst hart den B trifft. Das können Sie da reinschreiben. Sie können also dem Richter Vorgaben machen, wie die ergänzende Vertragsauslegung oder die Lückenschließung zu folgen hat. Wenn Sie diese Klauseln sehen, steht da oft auch irgendwie so drin, ja, möglichst nah an dem, was die Kleingesellschaften in Deutschland machen oder an den Üblichkeiten des Verkehrs im Bereich XY orientiert, also Branchenüblichkeit. Das ist der Sinn der salvatorischen Klauseln, die Vorgabe, wie Lücken zu schließen sind. Weniger der Erhalt der Wirksamkeit, weil dafür haben wir schon mit dem 75 eine gesetzliche Regelung. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema in der Satzungsgestaltung, nämlich dem Problem Streit. GmbHs leben vom Streit, wenn sie mal im Referendariat sind und da sich mit beschäftigen wollen, werden sie feststellen, GmbH-Gesellschafter streiten sich sehr oft, insbesondere bei Familiengesellschaften. Und, ach, das ist uninteressant, eine wichtige Regelung dabei ist zunächst mal, welches Gericht zuständig ist. Der Grund dafür ist, Leute ziehen um und hinterher kann man je nachdem, wo man ist, sehr weit reisen müssen. Gerichtsstandsvereinbarungen sind ganz beliebt in GmbH-Satzungen. Alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis oder wie hier formuliert ist, alle Auseinandersetzungen der Gesellschafter untereinander und zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern sind am Sitz der Gesellschaft zu führen. Solche Klauseln findet man sehr oft. Wenn Sie aber ein bisschen Ahnung von ZPO haben, wissen Sie, dass nach § 38 Absatz 1 ZPO solche Gerichtsstandsklauseln nur dann wirksam sind, wenn beide Parteien Kaufleute sind. Eine GmbH ist immer Kaufmann, haben wir gelernt, nach § 13. Aber was ist mit den Gesellschaften einer GmbH? Wenn Sie einen GmbH-Geschäftsanteil haben, sind Sie dann Kaufmann im Sinne des HGB? Nein. Nein. Warum nicht? Warum fallen Sie nicht unter § 1 Absatz 2 HGB und sagen, oder 1 Absatz 1, Sie betreiben ein Gewerbe und damit wird vermutet, dass Sie nach Art und Umfang groß sind? So ist es. Nach § 1 HGB geht es um ein Gewerbe. Gewerbe ist das Auftreten nach außen. Nach außen auftreten tut aber nicht der Gesellschafter, sondern die Gesellschaft. Der Gesellschafter verwaltet nur sein eigenes Vermögen, indem er Anteile erwirbt. Selbst bei der Ein-Mann-GmbH ist der Gesellschafter nicht auf dem Markt tätig, sondern nur die GmbH. Damit ist der Gesellschafter nicht Kaufmann und damit geht die Klausel ins Leere, solange nicht der Gesellschafter nebenbei auch noch eine andere Tätigkeit ausübt. Im Konzern ist es ziemlich offensichtlich, Sie haben eine Aktiengesellschaft, die hat 5 Töchter, dann ist es klar, auch die Aktiengesellschaft ist Kapitalgesellschaft und damit Kaufmann. Dann haben Sie AG ist Kaufmann und GmbH ist Kaufmann, alle Streitigkeiten vor einem Gericht. Kein Problem. Wenn Sie irgendwie 2 Brüder haben, die beide Bäcker sind, eine GmbH gründen, haben die beide ihren Bäckerbetrieb, sind beide Kaufleute, auch kein Problem. Wenn aber Sie irgendwo einen GmbH-Anteil haben als Student, nützt Ihnen das nichts. Student sein ist kein Gewerbe, damit sind Sie kein Kaufmann und damit können Sie theoretisch verklagt werden, wo Sie wollen, zum Beispiel bei sich zu Hause oder am Tatort, wenn es um deliktliche Schäden geht. Das heißt, da haben Sie einen fliegenden Gerichtsstand und können schlimmstenfalls irgendwo am Ende der Welt, sagen wir in Bayern,
landen und müssten da ihre Prozesse führen. Was uns etwas überrascht, ist allerdings, wenn Sie EU-Ausländer sind, dann gilt für Sie bekanntermaßen die EuGVVO oder das EuGVÜ. Und da müssen Sie nicht Kaufmann sein, um einen Gerichtsstand zu wählen. Nein, die Klausel gilt nur für die anderen. Die Klausel gilt nur für die Gesellschaft, die Kaufleute sind. Das heißt, wenn einer Kaufmann ist, der andere nicht, ist der eine verpflichtet, der andere aber nicht. Das heißt, der eine kann immer widersprechen und sagen, ich will hier nicht verklagt werden oder ich will hier nicht klagen. Der andere muss sich da verklagen lassen und der darf auch nur da klagen, wo es im Vertrag drin steht. Das heißt, wer Kaufmann ist, ist beschränkt und der andere darf es annehmen, er muss es nicht. Also wenn es ihm gefällt, kann sich da verklagen lassen oder kann da klagen, sonst muss er halt woanders klagen. Also es ist für Sie gut, wenn Sie quasi Verbraucher sind und mit einsteigen. Die anderen sind dann halt alle etwas gehemmter als Sie. Und nochmal, EU-Ausländer werden begünstigt oder benachteiligt, für die ist Gerichtsstandsklausel auch dann wirksam, wenn Sie nicht Kaufmann sind. Das ist ein Wertungswiderspruch, das liegt aber daran, weil der deutsche Gesetzgeber halt ein bisschen antiquiert ist. Der Trend geht heutzutage zur Mediation. Mediation ist so ein bisschen, wir sind alle Freunde, so sozi-mäßig und wir reden gar nicht über unsere eigentlichen Streitigkeiten, sondern um unsere Psyche, warum sind wir unglücklich und vertragen wir uns. Und Mediation ist heute sehr beliebt, weil man halt sagt, die meisten Leute wollen nicht nur Geld sehen oder wollen Beschluss haben, sondern eigentlich wollen sie ja sich vertragen. Und eigentlich geht es ja dann irgendwie um den Hund oder die Ehefrau oder schlechte Essen oder sonst was. Und das kann man in solchen Verfahren viel einfacher regeln, weil man eben nicht auf einen Streitgegenstand beschränkt ist. Man kann also an die Wahrheit kommen. Deshalb enthalten viele Gesellschaftsverträge heutzutage Mediationsklauseln. Und die Klauseln sagen dann, bevor man klagt, soll man erstmal versuchen, das mit einem Mediator zu klären, der dann versucht, die wahren Probleme herauszuarbeiten. Das Problem ist natürlich auch hier wieder, Sie können sich es praktisch vorstellen, der allgemeine Rechtsgewährungsanspruch des Bürgers, Artikel 19, hoheitliche Gewalt und ganz schlimm. Deshalb muss man bei solchen Klauseln vorsichtig sein. Sie müssen das rechtliche Gehör der Beteiligten sichern und so weiter. Das heißt, es wird für diese Klauseln verlangt, wenn es um einen Streit der Gesellschaft geht, müssen sich alle beteiligen. Wenn also gesagt wird, der Beschluss XY ist unwirksam, dann reicht es nicht, wenn derjenige, der dafür ist, derjenige, der dagegen ist, da ist, sondern es müssen auch die, die sich enthalten haben, eingeladen werden, damit auch die ihre Meinung kundtun können. Letztendlich hat man also eine zweite Gesellschafterversammlung, wo nochmal über das Thema geredet wird und der Mediator sitzt dabei und sagt, nun vertragt euch doch und findet doch mal eine einheitliche Meinung. Ja, das ist also das Verfahren für die Mediation. Noch tougher wird es im Schiedsverfahren. Es war total lange umstritten, ob man überhaupt Schiedsklauseln in Gesellschaftsverträgen vorsehen kann, insbesondere für die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen. Heute ist man sich einig, dass es zumindest theoretisch geht. Wie Sie aber jetzt hier gleich sehen, sind diese Klauseln a. sehr lang und b. kaum verständlich, weil sie verweisen nämlich dann direkt auf ergänzende Regeln der DIS hier zum Beispiel, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Das heißt, die müssten Sie auch noch lesen. Und nur wenn Sie diese Vorgaben, die wir gleich alle uns mal angucken werden, erfüllen, ist die Klausel überhaupt wirksam. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn Sie eine Klage vor Gericht erheben, kümmert sich der Staat darum, dass am Ende ein Urteil rauskommt, mit dem jeder zurechtkommt. Und zwar zurechtkommt insoweit, als er vorher gehört worden ist, Artikel 103 Grundgesetz, und insoweit zurechtkommt, als er davon erfährt, im Sinne von Mitteilung des Urteils, das heißt Einladung zum Prozess etc. Bei einem Schiedsverfahren ist es so, dass die Parteien das irgendwie untereinander zusammenmauscheln und man nicht weiß, was am Ende rauskommt. Deshalb muss hier das sichergestellt werden, was im staatlichen Verfahren auch ist,
dass alle Interessenten irgendwie eine Chance haben, sich zu beteiligen und ihre Meinung kundzutun. Und das stellt diese komplizierte Regelung sicher, zum Beispiel auch, dass ausgeschiedene Gesellschafter weiter daran gebunden bleiben, dass die Gesellschafter immer die Einrede erheben muss, um Gleichbehandlung sicherzustellen und so weiter. Konkret sind das vier Voraussetzungen. Erste Voraussetzung: Es muss jeder einzelne Gesellschafter einverstanden sein, sich der Schiedsklausel zu unterwerfen. Wenn auch nur einer dagegen ist, selbst wenn er nur 0,00001% hat, ist die Schiedsklausel für Gesellschafterstreitigkeiten nicht anwendbar. Es reicht also nicht, dass es in der Satzung drinsteht, es muss auch von jedem Einzelnen persönlich akzeptiert sein. Zweite Voraussetzung: Wenn es zu einem Schiedsverfahren kommt, muss jeder einzelne Gesellschafter darüber informiert werden, dass ein Schiedsverfahren eingeleitet wurde, und er muss die Chance haben, dem Verfahren als Beteiligter beizutreten. Das heißt, er muss die Chance haben, seine Meinung in diesem Verfahren mitzuteilen, und er muss damit gehört werden. Dritte Voraussetzung: Alle Gesellschafter müssen mitentscheiden, wer die Schiedsrichter sind. Das heißt, nicht nur die Streithanseln, sondern auch die anderen müssen eine Chance haben zu sagen, den wollen wir auf keinen Fall als Schiedsrichter, weil den halten wir für befangen, ungeeignet, dumm oder was auch immer sie als Ausschlussgrund sehen. Last but not least müssen alle Streitigkeiten bei einem Schiedsgericht konzentriert werden, um zu verhindern, dass zuerst Schiedsgericht 1, dann 2, dann 3 angerufen wird und alle drei Schiedsgerichte über denselben Beschluss entscheiden sollen. Weil ein Beschluss kann am Ende nur entweder für alle unwirksam oder für alle wirksam sein. Da kann es nicht sein, dass Schiedsgericht A das so sieht, Schiedsgericht B das so sieht. Gleichzeitig darf auch kein staatliches Gericht parallel entscheiden. Es muss alles beim Schiedsgericht gebündelt werden. Nur wenn Sie diese vier Aspekte zusammen haben, klappt das Ganze. Und deshalb kommen da so lange Klauseln zustande, die das ganze Verfahren sicher regeln sollen. Obwohl es die Möglichkeit gibt, Sie sehen, immerhin schon eine ganze Weile, seit BGHZ 180, das ist schon ein paar Jahre her, hat das Ganze praktisch bisher noch keine große Rolle gespielt. Das heißt, Schiedsklauseln in Gesellschaftsverträgen sind zwar schick und modern, aber praktisch noch nicht so populär, wie man vielleicht meinen könnte. Die Vorteile des Schiedsverfahrens kennen Sie alle, das bleibt geheim, da gibt es also niemanden, der das Urteil mal veröffentlicht oder auch niemanden, der hinten im Raum sitzt, sich das mal anhören kann. Schiedsverfahren lassen sich frei ausgestalten, das heißt, Sie können sich einen guten Richter aussuchen und müssen nicht hoffen, dass der Richter, den der Staat Ihnen stellt, auch Ahnung von GmbHs hat. Und Schiedsverfahren haben nur eine Instanz, das heißt, was am Ende rauskommt, steht fest. Sie können nicht nochmal Berufung und Revision einlegen, ein Schuss und dann ist Schluss. Ja, Vorteile Schiedsverfahren, beeindruckend und toll. Ja, Schlussbestimmungen, Gründungsfinanzierung habe ich gesagt, Schriftformklausel habe ich gesagt und ansonsten Gerichtsstandsklausel läuft im Regelfall ins Leere. Zunehmende Beliebtheit, Mediation, Schiedsverfahren, allerdings Problem, man muss halt alle beteiligen, was das ganze Verfahren deutlich komplizierter macht und meistens auch weitere Kosten verursacht. So, damit kommen wir zu den kürzeren Teilen in diesem Zusammenhang. Zunächst mal Regelungen in Satzungen nach Zielgruppen geordnet. Wenn Sie Minderheitsgesellschafter einer GmbH sind, worauf achten Sie? Nun, zunächst mal sollten Sie darauf beachten, dass die Geschäftsführer nicht an Ihnen vorbeibestellt werden. Das können Sie erreichen, indem Sie sich selber besondere Rechte zusprechen lassen. Zum Beispiel ein Benennungsrecht, in dem Sinne, dass Sie sagen, ich bestimme, wer Geschäftsführer werden soll und die anderen stimmen nur zu. Sie können sich sogar ein Direktbestellungsrecht einräumen lassen und sagen, ich entscheide Geschäftsführer 1 und Gesellschafter 2 entscheidet Geschäftsführer 2 und Gesellschafter 3 entscheidet Geschäftsführer 3. Jeder hat einen eigenen Repräsentanten in der Geschäftsführung. Solche Regelungen können Sie in die Satzung schreiben. Wenn Sie eine kommunale Gesellschaft haben, üblicherweise was wie Stadtwerke, Müllabfuhr, örtlicher Personennahverkehr,
machen sie Entsendungsrechte. Das heißt, sie sagen, wir haben garantiert den Posten XY im Aufsichtsrat und können direkt jemanden durchwählen. Und last but not least, sollten sie auch irgendwie sicherstellen, dass man sie nicht einfach rausschmeißt als Geschäftsführer. Das heißt, sie können sich garantieren lassen, eine Geschäftsführerstellung, die vor Abrufung aus normalem Grund gefeit ist. Wenn Sie mal § 38 GmbH gesetzlich angucken, sehen Sie, dass man Geschäftsführer grundsätzlich ohne Grund jederzeit abberufen kann. Aber Sie können der Satzung sagen, sowieso hat eine Geschäftsführerstellung garantiert, dann ist er nicht abberufbar. Dann gilt nur noch wichtiger Grund. In der Gesellschafterversammlung können Sie besondere Zuständigkeiten schaffen. Besondere Zuständigkeiten, insbesondere dann, wenn es um Strukturmaßnahmen oder wesentliche Geschäftsführungsmaßnahmen geht. Wenn Sie hier hören Strukturmaßnahmen, geht es da zunächst mal um das, was Sie aus dem Aktienrecht kennen, als Holzmüller-Grundsätze. Der Gedanke, alle Grundsatzfragen, die wie eine Satzungsänderung wirken, muss die Gesellschaftsversammlung entscheiden. Dasselbe können Sie auch in der GmbH machen. Grundsätzlich brauchen Sie dazu keine Satzungsregelung, weil Sie ohnehin eine Allzuständigkeit der Gesellschaftsversammlung haben. Das heißt, hier geht es nur darum, ob der Geschäftsführer von sich aus fragen muss oder ob die Gesellschaftsversammlung erst selber tätig werden muss. Die Hauptversammlung hat kein Initiativrecht. Hier ist nur die Frage, muss der Geschäftsführer nachfragen oder kann er darauf vertrauen, dass die Gesellschaftsversammlung schon dazwischen schießen wird, wenn sie Einwände hat, denn die Gesellschafter dürfen ja ohnehin alles. Diese Holzmüller-Kriterien nützen Ihnen aber ohnehin kaum was, weil die meisten Fälle, wo es eine Rolle spielt, haben Sie ohnehin entweder im Umwandlungsrecht oder im Konzernrecht oder ohnehin als Satzungsänderung. Das heißt, Holzmüller alleine würde Ihnen als Satzungsklausel schlicht nichts nützen. Deshalb macht man normalerweise einen Zustimmungskatalog. Und diese Zustimmungskataloge sind oft völlig weit gefasst. Zum Beispiel hier die Errichtung, Verlagerung oder Aufhebung von Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten, die Aufnahme neuer oder Aufgaben bestehender Geschäftszweige, Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen, Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Betrieben. Die Idee dahinter ist, es kommt nicht auf die Umsatzzahlen an, sondern jeder einzelne kleine Fall soll erfasst sein. Dass das eine Rolle spielt, haben Sie vielleicht neulich der Presse entnommen. Sie kennen die Media Saturn Holding GmbH. Auch die haben in vielen Städten kleine Tochtergesellschaften. Und der Vertrag sah vor, dass die Gründung jeder einzelnen Tochtergesellschaft eine 80% Mehrheit in der Gesellschafterversammlung brauchte. Das heißt, da hatten wir genauso eine Klausel. Und jedes Mal, wenn der Geschäftsführer eine Tochter gründen wollte, musste er die Gesellschafterversammlung fragen. Und Sie wissen, da gab es einen Streit, ob der zu Recht angewiesen wurde, bestimmte Töchter nicht zu gründen. Sie können es noch weiter fassen, zum Beispiel Erwerb, Veräußerung von Grundstücken, was bei vielen GmbHs möglicherweise existenzgefährdend wäre, weil die halt viel mit Grundstücken handeln. Dann noch weiter Schuldübernahme, Eingehung von Bürgschaftsverträgen, Übernahme von Darlehen bis zu 50.000, Ausnahmen bis zu 50.000 Euro. Sie können also den Geschäftsführer immer enger einschränken und sagen, für jeden Kleinkram muss der erstmal die Gesellschaftsversammlung fragen. Hier Verträge, die einen Betrag bis zu 90.000 Euro pro Jahr überschreiten. 90.000 erreichen Sie, wenn Sie Steuern einrechnen, relativ schnell bei Dauerschuldverhältnissen. Das wäre zum Beispiel auch fast jeder Anstellungsvertrag. Also 90.000 ist Kiki. Abschlussänderung, Beendigung von Arbeitsverträgen und so weiter und so fort. Ja, Sie sehen, Kataloge kann man unendliche machen. Wenn Sie diese Kataloge machen, müssen Sie auch überlegen, was gilt denn bei Töchtergesellschaften? Sie können nämlich sagen, wir wollen natürlich nicht, dass der Geschäftsführer sozusagen mittelbar dem entgeht, indem er sagt, dann machen wir halt eine Tochtergesellschaft und ich treffe die Entscheidung gar nicht, sondern die Entscheidung kommt auf der Tochtergesellschaft. Das heißt, Sie haben üblicherweise solche Konzernklauseln, die sagt, selbst wenn das auf einer weiteren Ebene in der Enkel- oder Tochtergesellschaft erfolgt, muss der Geschäftsführer uns vorher fragen, wie er die anweisen soll. Sie können also Ihre Macht in der herrschenden Gesellschaft sehr stark durch den Gesellschaftsvertrag absichern.
Wenn Sie das verpassen bei der Gründung, werden Sie solche Kataloge im Zweifel nicht mehr reinkriegen, weil Sie haben nicht die Mehrheit zur Satzungsänderung. Der andere Weg ist, dass Sie Transparenz schaffen. Sie können im Gesellschaftsvertrag sagen, ich möchte gerne stetige Berichtspflichten. Der Geschäftsführer soll uns einmal im Monat sagen, wo wir stehen. Das können Sie machen. Wenn Sie das machen, dann wird das halt irgendwie sehr nervig für den Geschäftsführer, aber es ist eine Pflicht, die Sie als Minderheitsgesellschafter schützt. Letzter Ausweg, den Sie wählen können, ist, wenn man Sie mobbt in der Gesellschaft, müssen Sie eine Chance haben, wieder rauszukommen. Da gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man sagt, ich habe ein Andienungsrecht. Im Sinne von, ich darf euch den Anteil zu einem bestimmten Betrag anbieten und ihr habt dann die Chance, ihn zu nehmen, sonst darf ich ihn frei verkaufen. Man kann eine Abfindung vereinbaren, sagen, ich scheide aus und die Gesellschaft zahlt mir aus ihrem Vermögen einen bestimmten Anteil oder der Mehrheitsgesellschafter. Und man kann vereinbaren ein Mitverkaufsrecht, in dem Sinne, wenn A seine Anteile verkauft, habe ich ein Recht, meine Anteile zum gleichen Preis ebenfalls mitzuverkaufen. Das vereinbart man deshalb, damit der herrschende Gesellschafter, wenn er wechselt, nicht einfach einen mir total unliebsamen Menschen verkauft und ich dem hilflos ausgeliefert bin. Das heißt, der Käufer muss dann meine Anteile mit übernehmen, wenn der Mehrheitsgesellschafter verkauft. Ich kann also nicht die Macht im Unternehmen ersetzen. Ja, das war vom Anfang. Zusammengefasst, wenn Sie Minderheitsgesellschafter sind, werden Sie primär darauf achten, dass Sie selber in der Geschäftsführung repräsentiert sind oder zumindest Ihren Wunschgeschäftsführer benennen können. Zweitens, wenn das nicht unbedingt geht, werden Sie zumindest starke Kompetenzen in die Gesellschafterversammlung holen und dort entsprechende Minderheitsquoren oder Ähnliches einführen. Zudem können Sie natürlich verlangen, dass Sie informiert werden, das heißt, Sie können Berichtspflichten konstituieren. Und last but not least, können Sie eine Möglichkeit schaffen, dass Sie wieder rauskommen, ohne Verluste, durch dieses Exitrecht, durch einen Abfindungsanspruch oder durch die Möglichkeit, hier einen Anteil an einen anderen zu verkaufen. Das sind die normalen Minderheitsgesellschafter, das, was Sie beachten müssten, wenn Sie jetzt mit einem Kumpel eine GmbH gründen wollten. Es gibt aber auch ganz andere Beteiligungen, nämlich Mitarbeiterbeteiligungen. Stellen Sie sich vor, Ihr Opa hat ein großes Unternehmen aufgebaut, und zwar im Bereich Pharmaprodukte. Und Sie haben von Pharmaprodukten überhaupt keine Ahnung. Dann müssen Sie, wenn das Unternehmen gut florieren soll, einen Geschäftsführer einstellen. Der Geschäftsführer in Ihrem kleinen Familienunternehmen mit 100 Milliarden Euro Umsatz im Jahr wird aber sagen, ich habe hier eh nichts zu sagen, das läuft hier alles über die Familie, ich will auch Gesellschafter werden. Und deshalb ist es üblich, zur Bindung der Manager an Familienunternehmen, diese als Gesellschafter mit aufzunehmen, aber auch nur, solange wir sie was Gutes für die Gesellschaft leisten. Danach sollen die gefälligst wieder weggehen und irgendwie nie mehr sichtbar sein. Und dieses Managermodell müssen Sie im Gesellschaftsvertrag absichern. Und die erste Regelung haben wir schon am Anfang dieser Stunde gehört. Sie sollten vereinbaren, dass dieser angestellte Geschäftsführer gefälligst auch als Gesellschafter zur Geschäftsführung verpflichtet ist. Wichtig, es gilt keine allgemeine Gleichbehandlung. Sie müssen die Geschäfte nicht führen. Sie können sagen, Gesellschafter A ist verpflichtet, Gesellschafter B ist nicht verpflichtet. Sie müssen niemanden gleich behandeln, Sie können machen, was Sie wollen. Es gilt Vertragsfreiheit. Zweitens wollen Sie aber auch nicht, dass dieser Mensch Sie rauskegelt, hinterhältig wie die sind. Sie kennen das aus den Filmen immer, so wie bei Iron Man oder sowas, dass dann der böse Geschäftsführer den eigentlichen Inhaber rauskegeln will. Das können Sie verhindern, indem Sie sagen, der ist zwar Gesellschafter, aber er hat keinerlei Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung. Er darf also keine Satzungsänderung mitbeschließen, er darf nicht über sein Gehalt abstimmen, er darf nur als Geschäftsführer da sein. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie zumindest sagen, dass alle Mitarbeiter
Gesellschafter durch einen gemeinsamen Vertreter auftreten müssen. Das heißt, die dürfen nicht einzeln abstimmen, sondern die müssen sich einigen, wie die Arbeitnehmergesellschafter abstimmen wollen. Und wenn die sich nicht einigen können, stimmen die halt gar nicht ab, dann enthalten die sich. Dann haben sie auch wieder die Macht. Die zweite Sache, die sie unbedingt regeln müssen, ist, dass dieser Mensch zwangsläufig rausfliegt, wenn er nicht mehr angestellt ist bei ihnen. Und das können sie machen, indem sie einfach sagen, es gibt eine Pflicht, den Anteil zurückzuübereignen, wenn die Gesellschafterstellung, die Angestelltenstellung endet. Umgekehrt können Sie auch vereinbaren, dass mit der Gesellschafterstellung auch das Anstellungsverhältnis endet. Das ist alles rechtlich erstmal zulässig. Solange dieser Mensch nicht Arbeitnehmer ist, sondern einfach nur in einem Dienstvertrag ist, gilt da auch wieder Vertragsfreiheit. Sie wollen auch nicht, dass Ihr Geschäftsführer jemanden Dritten auf einmal einschleust. Sie kennen das, 613 BGB, Dienstpflichten sind grundsätzlich persönlich zu erfüllen. Das heißt, Sie müssen hier auch verhindern, dass jemand anderes Gesellschafter mit Geschäftsführungsberechtigung wird. Das heißt, Sie verhindern, dass er übertragen kann, das dürfen Sie auch. Nach § 15.3 sagen Sie, der darf nicht verkaufen. Er ist Gesellschafter, aber nur solange er wie Geschäftsführer ist und er darf seinen Anteil auch an keinen anderen verkaufen. Warum machen Sie ihn überhaupt zum Geschäftsführer? Zunächst mal, damit Sie ihm ein Wettbewerbsverbot reinwirken können und sagen können, du arbeitest nicht für die Konkurrenz, und du beteiligst auch nicht an der Konkurrenz. Und dieses Wettbewerbsverbot gilt nicht nur während seiner Anstellung, sondern das können Sie auch darüber hinaus für einen bestimmten Zeitraum gelten lassen. Das heißt, dass er nicht direkt von Ihnen zur Konkurrenz wechselt, sondern ein angemessener Zeitraum, in dem er Ihnen keine Konkurrenz machen kann. Er ist also gesperrt. Schließlich darf er auch nicht mehr Macht kriegen, als er jetzt schon hat. Das heißt, Sie vereinbaren, dass er auf keinen Fall ein Bezugsrecht hat, wenn neue Geschäftsanteile ausgegeben wird, dass er auf keinen Fall mehr Stimmen kriegt, als er jetzt schon hat. Wenn er gar keine hat, ist immerhin 0 mal x immer noch 0. Aber Sie müssen verhindern, dass dieser Mensch die Macht kriegt. Denn es ist ja Ihr Pharmaunternehmen, was Ihr Opa aufgebaut hat und Sie möchten nicht, dass dieser Mensch zu stark wird. Hier noch so ein paar Beispielsklauseln. Wie sieht ein Wettbewerbsverbot aus? Jeder Gesellschafter mit einem Anteil von mindestens 25% unterliegt im Kernbereich der Gesellschaft einem Wettbewerbsverbot, von dem die Gesellschaft nur ausnahmsweise durch Beschluss befreien kann. Der Beschluss muss angeben, inwieweit diese Befreiung erfolgt. Und dann sollten Sie, wenn Sie schlau sind, die Verstöße auch noch hart sanktionieren, zum Beispiel mit einer Vertragsstrafe, hier mal 5.000 Euro. Wenn Sie Spaß dran haben, können Sie auch ein paar Nullen dranhängen, so 50.000, 500.000. Das Problem ist natürlich, wenn die Vertragsstrafe zu hoch wird, kann das Gericht die Vertragsstrafe herabsetzen. Das heißt, dann wird das doch nicht mehr so viel Geld sein. Ansonsten können Sie auch, wie im HGB sagen, dass die Gesellschaft das Recht hat, die Geschäfte an sich zu ziehen oder die Gewinne zumindest. Auch das ist hier rechtlich möglich. Ja. Ich habe Ihnen schon gesagt, nachvertragliches Wettbewerbsverbot muss zeitlich, räumlich und sachlich beschränkt sein, sonst verstößt es gegen § 1 GWB bzw. 101 AIUV. Hier sehen Sie recht deutlich, das ist hier 2 Jahre räumlicher Tätigkeitsbereich und Kerngeschäftsfeld, das heißt, so weit wie möglich gefasst. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, auch vermögensrechtlich wird der Mitarbeitergesellschafter diskriminiert. Insbesondere kriegt er im Normalfall gar keine Abfindung, wenn er rausfliegt, weil das wäre sonst doppelt gemoppelt. Er kriegt seine Abfindung als Dienstvertragspartner und als Gesellschafter. Man räumt ihm aber regelmäßig auch nur ein beschränktes Gewinnbezugsrecht ein, so eine Art variable Vergütung, das heißt, er kriegt dann so einen fixen Satz vom Jahresgewinn und nicht wie die anderen einen normalen Dividendenanspruch. Ja, Bezugsrecht lassen wir mal weg. Zusammengefasst, bei einem Managermodell haben Sie eine Gesellschaft, wo Sie bestimmte Gesellschafter nur für die Zeit ihrer Tätigkeit für das Unternehmen beteiligen wollen. Sie haben also den vertraulichen Club, Sie und Ihre Geschwister und Ihr Opa und Ihre Oma.
Und es soll, solange der Mensch für sie arbeitet, auch der Geschäftsführer dabei sein. Wenn er aufhört, fliegt er halt auch raus, dann ist er weder Geschäftsführer noch Gesellschafter. Dazu schränken sie seine Rechte ein. Er wird sozusagen ein Gesellschafter zweiter Klasse, aber er kann von sich selber sagen, dass er beteiligt ist, was die Identifikation fördert und gleichzeitig auch sein Interesse daran, dass das Unternehmen erfolgreich ist, fördert, weil er dann einen höheren Gewinnanteil kriegt. Andererseits darf er nicht frei verkaufen, er hat kein Stimmrecht und er hat üblicherweise auch nicht die Macht, die Satzung zu ändern. Das heißt, er ist nur pro forma Gesellschafter. Man könnte auch einfach eine variable Vergütung vereinbaren, hätte ungefähr das gleiche Ergebnis. Ja, neben den Mitarbeitern hat man aber manchmal auch Kapitalgeber. Kapitalgeber, Leute, die sagen, wir glauben an euer Geschäftsmodell, wir drücken euch mal eine Million in die Hand. Sie kennen das insbesondere bei Hightech-Unternehmen. Diese geben ihnen aber nicht vom ersten Tag an einfach mal so eine Million, sondern die sagen, du kriegst erstmal 20.000 Startkapital. Wenn das gut läuft, kriegst du nochmal 20.000. Wenn es dann immer noch gut läuft, kriegst du nochmal 20.000. Und das so lange, bis die Million erreicht ist. Das heißt, immer wenn bestimmte Ziele erreicht sind, kommt nochmal ein Nachschub an Geld. Und das können Sie gesellschaftsvertraglich relativ unproblematisch regeln, indem Sie ein genehmigtes Kapital schaffen. Indem Sie sagen, der Geschäftsführer darf das Kapital erhöhen, immer dann, wenn bestimmte Ziele erreicht sind. Das steht im GmbH-Gesetz in 55a. Das ist viel einfacher geregelt als in der Aktiengesellschaft. Sie haben die Möglichkeit, für einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren das Stammkapital bis zu einem Nennbetrag, den Sie vorher nennen müssen, zu erhöhen. Allerdings nur bis zur Hälfte Stammkapitals. Das heißt, wenn Sie ein Stammkapital von 100.000 haben, dürfen Sie maximal auf 150.000 erhöhen. Wenn Sie 25.000 haben, dürfen Sie dementsprechend maximal erhöhen auf 25 plus 17 sind 42.500 Euro. Das ist das Maximum. Die Ermächtigung kann geändert werden oder verlängert werden. Ansonsten gilt hier grundsätzlich nur gegen Bareinlage. Sacheinlage muss in der Satzung ausdrücklich vorgesehen werden. Grundsätzlich muss das genehmigte Kapital nicht nur in der Satzung stehen, sondern es muss auch im Handelsregister eingetragen sein. Es muss außerdem offensichtlich gemacht werden, welchen Anlass es für die Kapitalerhöhung gibt. Sie kennen das, wenn Sie die Kapitalerhöhung ausüben, gibt es eine Kontrolle, 186, Aktiengesetz. Man kann nicht einfach so Kapitalerhöhung gegen Bezugsrechtsausschluss machen. Und es muss dargelegt werden, von wann bis wann das genehmigte Kapital gelten soll. Der wesentliche Unterschied zwischen der AG und der GmbH ist allerdings, dass in der AG der Vorstand relativ frei entscheiden kann, wann er ein genehmigtes Kapital ausübt, weil der Vorstand nicht weisungsgebunden ist. In der GmbH haben wir das Problem, dass der Geschäftsführer weisungsgebunden ist. Das heißt, sobald Sie das genehmigte Kapital haben, könnten die Gesellschafter theoretisch hingehen und mit einfacher Mehrheit den Geschäftsführer anweisen, das genehmigte Kapital auszuüben. Das heißt, das genehmigte Kapital bewirkt de facto, dass Sie eine Kapitalerhöhung nicht mehr mit 3/4 Mehrheit, sondern mit einfacher Mehrheit durchführen können. Das ist ein Problem, was die Literatur beschäftigt und manche sagen, das kann ja nicht so gemeint sein. Das Viertel, was zusätzlich zustimmt, will ja nicht dem Rest die Entscheidung überlassen, ob Sie das ausüben oder nicht. Die Entscheidung soll beim Geschäftsführer liegen und nicht bei der Gesellschafterversammlung. Die Gegenansicht sagt, man kann das nicht differenzieren. Der Geschäftsführer, der das entscheiden soll, ist eben weisungsgebunden. Notfalls berufe ich ihn ab für Stelle 9, dann habe ich trotzdem ein Weisungsrecht. Insoweit wäre es rein formell, hier ein Eigenrecht des Geschäftsführers anzunehmen, was er selbstbestimmt wahrnehmen muss. In der Praxis hat das bisher noch nie eine Rolle gespielt. Warum nicht? Weil es eine andere Möglichkeit gibt. Und zwar ist es möglich, statt durch Kapitalerhöhungen Geld einfach auch so der GmbH in Anführungszeichen zu schenken. Und das funktioniert wie folgt. Sie sagen, Sie kaufen einen Anteil mit einem Nennwert
von 1.000 Euro für 1.000 Euro, verpflichten sich aber auch im Rahmen einer Nebenleistungspflicht, ein Aufgeld, ein Addio zu zahlen von 100 Millionen. Und diese 100 Millionen werden gestaffelt bedingt. Das heißt, sie sagen, diese 100 Millionen sind zu zahlen, wenn das und das der Fall ist. Oder von diesen 100 Millionen ist eine Million zu zahlen, wenn das passiert. Eine weitere Million, wenn das passiert. Eine weitere Million, wenn das passiert. Eine weitere Million, wenn das passiert. Das geht im Aktienrecht nicht, weil das Aktienrecht sagt in 36a, das Addio muss voll eingezahlt werden. Sie können das nicht bedingen. Im GmbH-Recht ist es kein Problem, weil es keine entsprechende Regelung gibt, können Sie sagen, der ist in 5 Jahren zu zahlen, wenn Weihnachten auf den 24. fällt. Na, das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn der 1. Mai auf einen Sonntag fällt. Das können Sie vereinbaren, das ist kein Problem. Um Ihnen zu zeigen, wie solche Regelungen aussehen, habe ich auch hier wieder ein Beispiel aus meiner reichhaltigen Sammlung genommen und sage Ihnen, das ist eine Klausel. Da steht zum Beispiel drin, X muss am 1. August 2017 ein Aufgeld in Höhe von 50.000 Euro an die Gesellschaft zahlen, nicht zuzahlen, schlecht, sofern der Jahresumsatz der Gesellschaft am 1. Januar 2017 200.000 Euro übersteigt. Wird diese Kennziffer nicht erreicht, entfällt ihm vorstehenden genannte Leistungspflicht, Nebenleistungspflicht ersatzlos und es besteht dauerhaft kein Anspruch auf Zahlung des Addio. Die Nebenleistungsverpflichtung entfällt zudem ersatzlos und besteht dauerhaft kein Anspruch, wenn im Januar 2017 die Fortführung der Gesellschaft im Rahmen objektiv gefährdender wirtschaftlicher oder relativ erkennbar werden und dies vom Steuersachverständigen Müller bestätigt wird. Warum schreibt man das so kompliziert? Weil man sicherstellen will, dass niemand Geld zahlen muss, ein Unternehmen, was eh den Bach runtergeht. Es kann durchaus sein, dass man Umsätze von 200.000 Euro erreicht, aber trotzdem genau weiß, man hat keinen Gewinn und man macht die Umsätze quasi auf dem Zahnfleisch, das Ganze geht den Bach runter. Deshalb macht man eine positive Bedingung, man möchte einen Umsatz haben und eine Negativbedingung, man möchte keine Existenzgefährdung haben. Und man hat hier extra noch einen Sachverständigen, wenn es um Streit kommt, dann kann der sagen, es ist so oder so, du musst zahlen, du musst nicht zahlen. Und das ist gesellschaftsrechtlich völlig zulässig, das können Sie so in die Satzung reinschreiben. Und dann ist die Pflicht auch nur änderbar mit Dreiviertelmehrheit und damit ist das Ganze auch durchsetzbar. Vom ersten Tag der Gründung an. Das spart Ihnen den Ärger mit dem genehmigten Kapital, hat den einzigen Nachteil, dass natürlich keine neuen Anteile ausgegeben werden. Das heißt, die Beteiligung bleibt hier gleich, er muss nur für seine Anteile nochmal Nachschuss zahlen. Dieser Nachschuss fällt nicht unter 2627, ist einfach nur eine Zahlungspflicht, die damit verknüpft ist. Wichtig ist auch, diese Pflichten hängen grundsätzlich an den Geschäftsanteilen. Das heißt, wenn der Anteil weiterverkauft wird, trifft die Pflicht den Erwerber. Das heißt, er weiß genau, ich muss irgendwann Geld nachzahlen. Sie kaufen also einen Anteil mit Zahlungspflicht. Als Ausgleich für diese tollen Milestone-Regelungen wollen die Investoren aber oft ganz andere Klauseln. Sie wollen zum Beispiel Vorgaben, dass das Entnahmerecht beschränkt wird. Sie sagen, die Gesellschaft soll sich selber einen Puffer aufbauen und das heißt, die Gesellschafter dürfen maximal x% des Gewinnes jedes Jahr entnehmen. Das ist eine sogenannte Thesaurierungsklausel. Andererseits sagen sie, bevor jemand anderes an Geld kommt, wollen wir als Geldgeber vorrangig bedient werden. Der Grund dafür ist einfach, wenn Sie einen Fonds haben und die Leute geben Ihnen ihr Geld, dann müssen Sie denen auch eine Rendite liefern. Und wenn die Hälfte Ihrer Geschäfte den Bach runtergeht, müssen Sie zumindest bei der anderen Hälfte, die Gewinne macht, vorrangig vor allen anderen berücksichtigt werden. Das heißt, Sie bestehen darauf, dass Sie vorrangig Geld kriegen. Alles andere mit Stimmrecht und sowas ist Ihnen ziemlich egal. Hauptsache, das Geld stimmt. Wenn ich Ihnen sage, Stimmrechte sind Ihnen egal, dann hat es auch eine andere Folge. Sie wollen im Grunde gar keine GmbH. Die GmbH ist für Sie eine völlig uninteressante Nummer, weil dann müssen Sie ständig in der Gesellschafterversammlung sitzen. Was Sie wollen, ist eigentlich eine Art AG. Das heißt, im Idealfall wollen Sie zunächst mal eine Abschlussprüfung. Sie wollen, dass jedes Jahr ein Wirtschaftsprüfer guckt, machen die alles richtig oder mauscheln diese Gesellschafter irgendwas untereinander.
Zweitens wollen sie nicht, dass die Gesellschaftsversammlung ständig labert, weil sie haben keine Lust, ständig mit Idioten zu sitzen. Sie wollen hier, dass Finanzexperten untereinander regeln. Das heißt, sie bestellen einen Aufsichtsrat und sagen, dieses Gremium soll das Ganze managen. Die Gesellschafter sollen nur die Grundsatzentscheidungen treffen. Und last but not least möchten sie gerne auch Informationen schön geordnet haben. Das heißt, sie sagen, welche Informationen sie in welcher Form haben wollen und schreiben das direkt in die Satzung rein. Sie wollen nicht hier 51a mal gucken, was wir da finden, sondern es soll ihnen geliefert werden. In schöner Hochglanzform, wie letzte Woche bei der Telekom, mit schönen Bildern und allem, was dazugehört. Das Einzige, was sie wollen vielleicht, sind Zustimmungsvorbehalte, bevor die irgendwas ändern. Sie wollen nicht, dass irgendwas grundlegend geändert wird, ohne sie zu fragen. Das heißt, sie werden ein paar Zustimmungsvorbehalte vereinbaren, im Zweifel aber nicht zugunsten der Gesellschafterversammlung, sondern zugunsten des Aufsichtsrats. Das heißt, auch hier wieder eine AG-ähnliche Struktur. Ja, nochmal, Ziel ist maximaler Kapitalzufluss. Dazu entweder genehmigtes Kapital oder Agios mit diesen Milestones. Zweitens, Venture Capital kriegt Vorzug bei Vermögensrechten, umgekehrt, aber Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Geschäftsführung nur durch Zustimmungsvorbehalte und Quoren, Struktur regelmäßig, Aufsichtsräte und Abschlussprüfung. Das heißt, eine GmbH, die viel stärker zu AG tendiert als dieses Modell mit der Gesellschafter-Geschäftsführerstellung. So, letzter Punkt der realtypischen GmbHs, die Familiengesellschaft. Bei Familie denken Sie immer, ach, wie bei Mutter zu Hause, kuschelig, unterm Weihnachtsbaum. Das ist nicht die einzige Situation, die bei Familien auftreten kann. Sie kennen das Problem vielleicht, Sie haben den total brillanten, engagierten Großvater. Der baut ein riesen Chemieunternehmen auf. Dann kommt der Vater und der sagt, Opa ist reich, ich saufe und feiere und mache Party. Hat 16 Frauen, mit jeder Frau 4 Kinder und schon hat man eine Großfamilie. Und jeder ist irgendwie dann an dieser GmbH beteiligt, die Opa gegründet hat, und alle versaufen das Geld. Das zweite Problem ist, das kommt ganz schnell so, Familien lieben sich nicht nur, Familien zanken sich auch. Und da hat dann jeder seine eigenen Interessen und dann kriegt man keinen Konsens mehr hin. Es hat auch keine Ahnung davon, wie Medizin funktioniert oder wie Chemie funktioniert. Alle hauen sich immer nur und meckern sich an und sagen, du hast mit meiner Frau geschlafen, ich mit deiner und unsere Kinder haben alle die falschen Namen. Das ist wie im Nachmittagsprogramm von RTL. Der schlaue Gesellschaftsrechtler muss dem vorbeugen. Es kann nicht sein, dass gute deutsche Unternehmen den Bach runtergehen wegen persönlichen Beziehungen. Und dazu müssen Sie hinterher, wenn Sie mal Anwälte sind, die richtigen Klauseln parat haben. Und die einfachste Lösung ist, Sie sagen, wir führen eine Diktatur ein. Die Diktatur funktioniert so, es gibt einen, der das Sagen hat und alle anderen müssen spuren. Diesen einen, der das Sagen hat, den nennt man den Seniorgesellschafter. Den nennt man deshalb Seniorgesellschafter, weil es meistens der Älteste ist, der Älteste und Weiseste. Und der kriegt dann bestimmte Sonderrechte, zum Beispiel, dass er immer das letzte Wort hat. Und zwar das letzte Wort nicht nur im Sinne von Reden, sondern auch von Entscheiden. Er hat ein Vetorecht gegen jede Entscheidung und er hat immer ein Mehrstimmrecht gegenüber allen anderen. Sie müssen dann in der Satzung nur sagen, wer ist Seniorgesellschafter und wann wechselt das. Wenn Sie sagen, der wird gewählt, das klappt nie. Sie müssen also eine Regelung haben und sagen, der Älteste und wenn der stirbt, dann sein Sohn. Und der typische Fall ist halt, das geht dann nach Familienstämmen so, der Sohn von Tochter 1 und danach der Sohn von Tochter 2 und immer so weiter. Das heißt, man kann das genau aufmalen, wie das mal irgendwann im Stammbaum laufen wird. Das haben die meisten Familiengesellschaften so geregelt, weil man keine Lust hat, dass irgendwie es einen Streit gibt. Es steht von vornherein fest, du hast eh nichts zu sagen, ich bin hier der Chef. Und in 5 Jahren bist du der Chef und dann ist der Chef und immer so weiter. Das regelt man so. Zweitens, damit die Leute eine Gelegenheit haben, sich zu zoffen, gründen sie ein neues Organ. Dieses Organ nennen sie irgendwie toll, Gesellschafterausschuss oder Beirat. Da sitzen dann die Leute und können debattieren. Die treffen dann Entscheidungen für die kleineren Sachen.
Die große Gesellschaftsversammlung, wo alle mal mitreden dürfen, gibt es dann nur für ganz wichtige Sachen, Satzungsänderungen, Feststellung des Jahresabschlusses oder was auch immer Sie haben wollen. Alles andere macht der Ausschuss. Damit die normalen Themen nicht Hinz und Kunz interessieren, unsere Schwester Chantal und die Jacqueline, die müssen da nicht alle beisitzen. Und dann, wenn Sie das immer noch nervt, dann können Sie sagen, es gibt eine Vertretung nach Stämmen. Das ist ein bisschen wie im Erbrecht. Sie sagen, jeder Familienzweig kriegt genau einen Vertreter. Und die müssen sich einigen, wie der abstimmt. Das heißt, wenn die Enkelgeneration sagt so, so, so oder so, dann sagt er, einigt euch, sonst habt ihr gar keine Stimme. Das heißt, wir haben maximal zwei Personen auf der Gesellschaftsversammlung, die zwangsläufig irgendwie abstimmen müssen. Da gibt es keine gespaltene Stimmabgabe, die müssen immer einheitlich abstimmen, egal was daraus kommt. Ziel dieser ganzen Konstruktion ist es, den Familienstreit wegen irgendwelcher emotionaler Erwägungen aus der Geschäftsführung rauszuhalten. Die Geschäfte sollen nicht durch persönliche Streitigkeiten beeinflusst werden. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, Familien haben auch so ein Kuschelbedürfnis. Und die Familien wollen verhindern, dass da Leute mitmachen, die nicht zur Familie gehören. So ein bisschen wie bei der Mafia. Ja, also entweder du gehörst zur Familie oder nicht. Und das heißt, sie müssen Regelungen schaffen, was passiert, wenn jemand raus will. Und das heißt, es darf keiner Anteile kaufen, der nicht zur Familie gehört. Zur Blutlinie. Ja? Nur wer in der Blutlinie ist, darf Gesellschafter werden. Das können Sie in der Satzung regeln. Das klingt irgendwie jetzt hier so, weiß ich nicht, rechtsradikal oder ein bisschen vielleicht auch wie so ein Templerorden, aber solche Regelungen sind üblich. Das Zweite, was Sie beschäftigen sollte, ist der Güterstand. Jetzt denken Sie sich, Güterstand, wieso denn? Wir haben doch in Deutschland den Gesetz Güterstand Zugewinngemeinschaft, das heißt doch eigentlich Gütertrennung. Da kann man doch gar nicht reinfuschen. Das können Sie schon. Nämlich dann, wenn der GmbH-Geschäftsanteil im Wesentlichen das ganze Vermögen darstellt. Was durchaus passieren kann, wenn das Pharmaunternehmen von Opa mehrere Milliarden wert ist, dann ist im Zweifel der Großteil des Vermögens Ihres zukünftigen Ehegatten oder Ihrer Ehefrau. Und dann müssen Sie verhindern, dass 1365 BGB eingreift und auf einmal irgendein Familienrichter da meint, Ihnen sagen zu müssen, was Sie da tun können oder lassen können. Und last but not least, ich habe Ihnen schon gesagt, Menschen sterben. Wenn Menschen sterben, müssen Sie klären, was passiert mit dem Geschäftsanteil. Der kann nicht auf einmal auf 15 Leute aufgespalten werden. Dann haben wir das ganze Chaos in der Gesellschaft. Sie müssen also klären, was passiert, wenn jemand stirbt. Fangen wir mit dem ersten an, die Vinkulierungsklauseln. Vinkulierungsklauseln sind relativ trivial. Jede Verfügung bedarf der Zustimmung der sämtlicher Gesellschafter. Entsprechendes gilt für Auseinandersetzungen im Erbrecht sowie Verfügungen auf, über Ansprüche auf den Gesellschaftsverhältnis, ebenso über Gewinn- und Abfindungsansprüche. Die Idee dahinter relativ offensichtlich. Immer dann, wenn es um ein Verhältnis geht zur Gesellschaft, sollen alle Gesellschafter einstimmig zustimmen. Wenn auch nur einer dagegen ist, war es das. Wenn einer sagt, du gehörst nicht zur Familie, Pech gehabt. Damit Sie trotzdem nicht ewig in dieser GmbH hängen, nur weil Ihre Familie die toll findet, müssen Sie aber auch eine Chance haben, rauszukommen. Sie kennen das vielleicht aus dem Verfassungsrecht, negative Vereinigungsfreiheit. Sie werden in die Gesellschaft reingeboren, aber Sie müssen die Chance haben, wieder rauszukommen. Und dieses Austrittsrecht regelt man üblicherweise in der Satzung. Man macht da Fristen und man sagt dann möglicherweise Abfindungsanspruch. Abfindungsansprüche kann man grundsätzlich ausschließen, solange es nicht zum Nachteil von Gläubigern geht. Das heißt, Sie können nicht reinschreiben, wenn er freiwillig geht, kriegt er eine Abfindung. Wenn ein Gläubiger kündigt, kriegt er nichts. Das liegt daran, weil man halt sonst einen Vertrag zu Lasten Dritter hat. Wenn Ihnen diese ganze Nummer viel zu kompliziert erscheint, gibt es eine andere Variante mit dem gleichen Ergebnis, ein Vorkaufsrecht. Vorkaufsrecht heißt ganz einfach, wenn jemand verkaufen will, dann hat ein anderer Gesellschafter das Recht zum gleichen Preis, den Anteil vorrangig zu erwerben. Der Unterschied ist zum BGB, Vorkaufsrecht im Schuldrecht,
dass das hier auch dinglich ausgestaltet werden kann. Das heißt, selbst wenn er das geheim verkaufen will, ist die Verfügung unwirksam, solange die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben konnten. Sie können also hier dinglich absichern, dass jemand zuerst mal die Gesellschafter fragt. Und Sie können es noch flexibler gestalten. Sie können sagen, der Gesellschafter muss, bevor er überhaupt auf die Idee kommt, was zu verkaufen, zunächst mal allen seinen Mitgesellschaftern den Anteil anbieten. Und erst dann, wenn es keiner haben will, kann er damit nach außen dringen. Wenn Sie es ganz, 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 ganz soft haben wollen, können Sie eine COC-Klausel aufnehmen, Change of Control-Klausel, die relativ trivial sagt, wenn der herrschende Gesellschafter wechselt, brauchen Sie dafür eine Zustimmung aller Gesellschafter mit der Begründung, dann wechselt auf einmal der nette Opa zur Bayer AG und die Bayer AG wird bei Ihnen die Daumenschrauben anlegen und sagen, ab sofort laufen die Geschäfte noch über uns und in der GmbH werden keine Gewinne mehr erwirtschaftet. Das dürfen die aufgrund ihres Weisungsrechts. Deshalb sollen sie hier die Chance haben, zu verhindern, dass irgendwie ein böser herrschender Gesellschafter einsteigt und dazu können sie eine solche Satzungsklausel vereinbaren. Erbrecht, Sie können keine Vinkulierung für den Erbfall einführen. Das liegt daran, wenn Sie in 15 GmbH gesetzlich angucken, steht da drin, nur für die Veräußerung, nicht hingegen für den Übergang von Todeswegen. Sie können also nicht verhindern, dass jemand einen GmbH-Geschäftsanteil erbt. Sie können aber für den Fall des Todes bestimmte Maßnahmen anordnen, in der Sekunde gleichzeitig eintreten. Zum Beispiel die Einziehung oder eine Pflichtübertragung auf einen anderen Gesellschafter. Wenn Sie genau wissen, der A hat einen Sohn und dieser Sohn wird ein Alleinerbe und den wollen wir auf keinen Fall als Gesellschafter in der GmbH haben, können Sie eine solche Klausel vereinbaren und die verhindert, dass der Erbe A Einfluss auf die Gesellschaft erlangt. Sie müssen ihm zwar eine Abfindung zahlen, aber er fliegt sofort raus. Ehe habe ich Ihnen schon gesagt, man hat Angst vor dem 1365, deshalb steht hier in den meisten Gesellschaftsverträgen eine sogenannte Eheklausel, wo drin steht, naja, wenn man verheiratet ist, dann muss man einen Ehevertrag schließen, der sagt, der Gesellschaftsanteil wird durch diese Ehe nicht berührt. Der Gesellschaftsanteil gehört einzig und allein dem Ehegatten, der hier ursprünglich mal Gesellschafter war. Der Angeheiratete kann auf diesen Anteil keinen Einfluss nehmen. Man will also verhindern, dass die Ehefrauen oder Ehemänner hier mitmischen in das Geschäft der Familie. Die Familie ist heilig und Ehegatten sind halt nur angeheiratet, die zählen nicht. Ganz schwierig ist dann die Rechtsfolge. Rechtsfolge steht nämlich, Sie kriegen Ihren Anteil weggenommen. Wenn Sie keinen Ehevertrag schließen, sind Sie die längste Zeit Gesellschafter gewesen. Das heißt, die anderen schmeißen Sie dann einfach mal raus. Ansonsten Erbfall, letzter Punkt. Nicht jeder hat nur einen Erben. In den Klausurfällen ist es meistens so, es gibt einen Alleinerben S oder es gibt irgendwie die Caritas, die Alleinerbin sein soll. In der Praxis ist es regelmäßig so, dass man mehrere Erben hat, die eine Erbengemeinschaft bilden. Und das Problem ist, bei der Erbengemeinschaft, wenn Sie eine Gesellschaftsversammlung machen, wer darf da abstimmen, wenn Sie Gewinnanteile auszahlen, wer kriegt das Geld? Deshalb haben viele Satzungen eine Klausel, die sagen, Sie brauchen hier einen gemeinsamen Vertreter für die Erben, der in einem Namen die Stimmrechte ausübt und auch möglicherweise die Gelder entgegennimmt. Spart Ihnen den Stress, zu gucken, wer momentan Gesellschafter da ist. Sie können sich einfach nur an den Anwalt halten, der die Erben vertritt. So, damit haben wir auch unseren letzten Idealtyp von Gesellschafterstellung berücksichtigt. Familiengesellschaften möchte man gerne verhindern, dass private Streitigkeiten Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen. Dazu hat man bestimmte Gestaltungsoptionen, nämlich die Seniorgesellschafterstellung
oder möglicherweise Abstimmung nach Stämmen oder die Schaffung eigener Organe, Beirat oder Gesellschafterausschuss. Zweitens, das Problem ist, wir wollen, dass die Familie unter sich bleibt. Das heißt, Sie müssen verhindern, dass Anteile übertragen werden. Das können Sie mit Vinkulierung, Vorkaufsrechten, Andehnungsrechten. Und Sie müssen verhindern, dass so Sachen wie Erbfall oder Ehe Ihnen dazwischen funken. Im Ehefall müssen Sie den Gesellschafter zwingen, einen Ehevertrag abzuschließen, der das Ganze außen vor nimmt. Und im Erbfall können Sie anordnen, was mit dem Anteil passiert, sobald er geerbt worden ist. Zumindest sollten Sie darauf achten, dass im Erbfall ein gemeinsamer Vertreter für eine Erbengemeinschaft besteht. Toll, jetzt wissen Sie alles, was man über GmbH-Verträge wissen muss, sind total verwirrt. Und ich kann Ihnen sagen, Sie müssen keine GmbH-Satzung in der Klausur schreiben, das ist nicht die Klausuraufgabe. Schon mal jetzt wissen Sie, was nicht drankommt. Was vielleicht etwas spannender ist, ist die Haftung vor Gründung. Und dazu müssen Sie sich zunächst mal § 9 GmbH-Gesetz angucken. 9 GmbH-Gesetz ist die entscheidende Regelung, an der der BGH alles aufhängen will, was mit der Haftung vor Gründung zu tun hat. Der 9 sagt einfach nur, wenn Sie eine Sacheinlage bringen und die ist weniger wert als versprochen, müssen Sie halt die Differenz einzahlen. Der BGH findet das total wichtig. Der Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts wollte dagegen was ganz anderes. Der Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts hat sich nämlich gedacht, wir regeln das so, dass wir sagen, vor der Eintragung des Handelsregisters besteht die Gesellschaft nicht und ist vor der Eintragung der Gesellschaft gehandelt worden, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch. Sie sehen vielleicht einen gewissen Unterschied in den beiden Normen. Wenn Sie sich den 9 angucken, steht dann da drin, derjenige, der die Sacheinlage erbringen musste, muss die Differenz zahlen. Hier haften die Handelnden. Jetzt müssen wir zwei Sachen berücksichtigen. Jetzt wird es schwierig. Dieser 11 ist wiederum keine rein deutsche Erfindung. Genauso wie unsere Norm der 75 mit den Nichtigkeitsgründen basiert auch diese Regelung auf Europarecht. Auch das ist europaweit für alle Kapitalgesellschaften vorgeschrieben. Unser 9 ist dagegen nicht europaweit vorgeschrieben. Das heißt, diese Regelung ist eigentlich Europarecht, erste Richtlinie. Der BGH und die Literatur finden diese Regelung aber trotzdem schlecht, egal ob sie von der EU kommt oder sonst woher. Und deshalb ist seit ungefähr 100 Jahren, also schon länger als es die EU gibt, umstritten, was diese Norm eigentlich aussagen soll. Und der erste Schritt in einer langen Geschichte von Entscheidungen war, dass das Reichsgericht einfach gesagt hat, wir wenden die Norm genauso an wie 54 Satz 1 BGB. 54 Satz 1 BGB sagt, auf einen nicht eingetragenen Verein finden die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft entsprechende Anwendung. Das heißt, hier bei unserer GmbH kommt es nur darauf an, wenn sie klein ist und nicht viel macht, ist sie eine GbR. Und wenn sie groß ist und schon ein Handelsgewerbe betreibt, ist sie eine OHG. Damit hätten wir kein Problem. Rechtsfolge wäre heute immer 128 analog. Es haften nicht nur die Handelnden, sondern es haften auch die Gesellschafter persönlich mit ihrem gesamten Privatvermögen in unbeschränkter Höhe. Und zwar nicht nur anteilig, sondern jeder haftet gesamtschuldnerisch auf den vollen Betrag. Das war der Ansatz des Reichsgerichts. Und vor dem Hintergrund haben sie dann auch den Absatz 2 sich angeguckt und haben sich gefragt, wer sind denn die Handelnden? Denn die Handelnden hat der Gesetzgeber hier ausdrücklich hervorgehoben. Genauso übrigens in § 54 Satz 2 BGB. Wenn doch eh schon die Gesellschafter persönlich haften, wofür brauchen wir denn noch die Handelnden? Und das Reichsgericht hat gesagt, ja, die Idee ist hier eine Trennung der Verantwortungssphären. Da ja hier offenbar Mehrheitsbeschlüsse gefasst werden können, kann es ja sein, dass die Hälfte dafür war und 40% dagegen und 10% sich enthalten haben. Und dann wäre es ja ungerecht, wenn derjenige gesagt hat, bitte tut nicht, bevor wir eingetragen sind, unbeschränkt haften würde. Deshalb soll der einen Regressanspruch haben
und vorrangig haften sollen nur die, die zugestimmt haben. Nämlich die, die gehandelt haben, indem sie das veranlasst haben. Handelnder wurde da so verstanden, wer eine Verpflichtung veranlasst, haftet dafür. Klingt sehr konsequent. Diese Auffassung hat aber nicht lange gehalten, denn der BGH hat einen spannenden Fall zu entscheiden gehabt. Und das war dieser Fall in BGH Z 80. Es gab Bernd. Und Bernd F. hatte ein Bauunternehmen mit seiner Frau als Kommanditistin und sich selbst als persönlich haftendem Gesellschafter. Es kam, wie es kommen musste, Bernd starb bei einem dramatischen Bauunfall. Und weil Bernd tot war, hatten wir nun das praktische Problem, wer führt die GmbH weiter? Und seine Frau hat gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich habe vom Bauhandwerk keine Ahnung, ich will nicht persönlich unbeschränkt haften. Stattdessen ist sie zu ihrem Steuerberater gegangen und der hat gesagt, gründ doch mal eine GmbH. Und daraufhin hat die Frau gesagt, klingt gut, hat eine GmbH gegründet und diese GmbH in Gründung wurde persönliche, unbeschränkt haftende Gesellschafterin der KG. Allerdings war die GmbH zunächst mal nicht eingetragen, die Eintragung dauerte eine ganze Weile. Die wollten aber dieses tolle Bauunternehmen nicht etwa schließen, das heißt, die haben weiterhin schön Geschäfte gemacht über Monate hinweg und in der Zeit, bis die GmbH eingetragen wurde, wurden unter anderem auch Stahlkonstruktionen hergestellt im Auftrag der GmbH, im Auftrag der KG. Und nun verklagte bemerkenswerterweise derjenige, der die Stahlkonstruktionen hergestellt hat, nicht die KG und auch nicht die GmbH, sondern er verklagte Frau F. persönlich mit der Begründung, Frau F. sei ja allein Gesellschafterin und allein Geschäftsführerin der GmbH. Die GmbH sei noch nicht eingetragen gewesen und damit wären wir bei unserem Paragraphen 11 Absatz 2, die Handelnden haften unbeschränkt persönlich für die Schulden, die vor Eintragung begründet worden sind. Das Argument von Frau F. war zunächst mal, die GmbH hat ja hier gar keine Schulden gemacht. Denn wer hat hier einen Vertrag geschlossen? Nicht die GmbH, sondern wer war der Auftraggeber für die Stahlkonstruktion? Ja? Die KG. Die KG kann selber Träger von Rechten und Pflichten sein, 124 HGB. Das heißt, die KG war der Vertragspartner. Gut. Warum steht das unter 11 Absatz 2 entgegen? Wenn Sie in 11 Absatz 2 genau lesen, wer haftet dafür was? Warum passt der 11 Absatz 2 für diesen Fall nicht? Ja? Es müsste im Namen der Gesellschaft gehandelt worden sein, es ist hier aber für die KG gehandelt worden. So ist es. Der 11 Absatz 2 setzt voraus, dass im Namen der Gesellschaft gehandelt wurde, das heißt im Namen der GmbH. Hier wurde gehandelt im Namen der KG, das ist nicht die GmbH, also 11 Absatz 2 passt irgendwie nicht. Warum haben wir trotzdem ein schlechtes Gefühl, wenn wir sagen, naja, jetzt hat die F aber Glück gehabt? Warum ist das für uns irgendwie ein bisschen komisch? Können wir sagen, ist okay, Schicksal. Hat die gut gemacht. Ja? Man könnte das Ganze also missbräuchlich da herangehen und jedes Mal einfach eine Gesellschaft gründen, wie eine OHG oder irgendwas, die man dann dafür haften lässt, dass man dann eine Zeitung und Zeitung lässt, oder zum Beispiel. Ja. In der Tat, man könnte mit der Nummer zwei GmbHs in Gründung haben, die gründen eine GbR und es werden immer nur Verträge im Namen der GbR geschlossen. Dann würden diese Verträge nie im Namen der GmbH geschlossen und wir hätten nie jemanden, der haftet. Der Handelnde würde nicht haften, Gesellschafter der GbR wären die GmbHs in Gründung und die hätten kein Geld.
Das heißt, unser 11 Absatz 2 würde immer leer laufen. Dieses Ergebnis kann nicht stimmen, also hat der BGH erstmal gesagt, wie können wir das lösen? Und die erste Überlegung war, vielleicht kann ja eine GmbH in Gründung gar nicht Gesellschafterin einer KG sein. Was sagen Sie dazu? Ist das eine gute Überlegung? Stützt er auf § 11 Absatz 1, sagt er, die GmbH als solche existiert nicht. Kann man sagen, eine GmbH in Gründung darf nicht Gesellschafter einer OHG oder KG sein? Gute Überlegung, hat der BGH sich viele Gedanken gemacht. Lösungsvorschlag 1. Wenn es keine GmbH gibt, dann war es hier halt Vertretung ohne Vertretungsmacht und wunderbar, persönliche Haftung. Zack, in der Falle. Ja? Ja, das heißt, dass die Gesellschaft in Gründung ja zumindest eine GbR sein. Mhm. Ja, selbst wenn wir hier ganz brutal vorgehen und sagen, besteht als solche nicht, heißt, sie besteht nur als GbR, genauso wie ein Verein. Selbst eine GbR ist rechtsfähig, also irgendwas gibt's und eine GbR kann selbstverständlich Gesellschafterin einer OHG oder KG sein. Also, damit kommen wir nicht weiter, es gibt hier irgendwas. Was es ist, wissen wir noch nicht so genau, aber es gibt was. Ja, dann stand der BGH ein bisschen arm da und hat gesagt, wie können wir das Problem lösen? Und da hat er jetzt gesagt, dann nehmen wir doch diesen 9. Und dieser 9 sagt, wenn nicht genug Geld da ist, dann muss man halt Geld beschaffen, nämlich Differenz bezahlen. Und er zieht daraus den allgemeinen Gedanken, dass die Gesellschafter eine Verantwortung haben, die GmbH in Gründung zu finanzieren. Und diese Idee, sagt er, ist allgemein im deutschen Recht verankert. Eine GmbH ist erst dann GmbH, wenn wirklich das komplette Geld da ist, mindestens 25.000 Euro. Und das bedeutet, die GmbH, die mit weniger als 25.000 Euro in den Rechtsverkehr entlassen wird von ihren Gesellschaftern, hat analog § 9 einen Anspruch gegen die Gesellschafter, dass sie das Kapital wieder auf 25.000 Euro auffüllen. Das heißt, es ist genauso, als hätten sie nicht die volle Einlage gezahlt oder als hätten sie das Geld nur als Darlehen gewährt. Sie müssen dafür sorgen, dass am Eintragungstag 25.000 Euro da sind, analog § 9. Weil dieser Innenanspruch besteht, ist die GmbH in Gründung aber genauso vollwertig wie eine richtige GmbH. Die heißt zwar GmbH IG, aber die hat im Grunde die 25.000 Euro als Anspruch gegen ihre Gesellschafter. Und dieses Problem löst dann auch unseren Streit hier. Wieso kann die GmbH IG, die noch gar kein Geld haben muss, überhaupt Gesellschafterin sein? Sie kann Gesellschafterin sein, weil sie einen Anspruch hat gegen ihre Gesellschafter auf Ausstattung und damit kann sie auch mit Vermögen aufwarten, nämlich mit Forderungen. Forderungen sind genauso gut wie Bargeld. Das führt aber zu dem entscheidenden Problem des BGH. Hier war nun die F direkt verklagt. Die F war aber auf keinen Fall Vertragspartner. Sie ist nicht Gesellschafterin und, also Gesellschafterin der KG, und sie ist auch nicht Handelnde im Sinne des 11 Absatz 2. Und der BGH sagt, dann ist unser Trick, den Sie hier nicht lesen können, dann ist unser Trick, das hier Geschwärzte, dass die Gesellschafter nur im Innenverhältnis den Verlust ausgleichen müssen. Das heißt, ich kann nur verklagen die GmbH in Gründung als Gesellschafterin der KG oder die KG, nicht aber die Gesellschafter der GmbH oder die Geschäftsführer der GmbH. Und diese Personen haften im Innenverhältnis gegenüber der GmbH auf Wiederauffüllung. Wenn ich also die GmbH oder die GmbH in Gründung verklage, kann ich dann hingehen, wenn die GmbH kein Bargeld hat, und den Anspruch gegen die Gesellschafter fänden und mir überweisen lassen und dann in einem zweiten Schritt den Anspruch der GmbH gegen die Gesellschafter geltend machen. Dieser Doppelsprung ist erforderlich, damit die Gerechtigkeit sichergestellt ist. Der BGH hat einen weiteren Trick gemacht, er hat gesagt, weil wir § 9 anwenden, haben wir keine unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung, sondern wir haben nur eine anteilige Haftung. Und diese anteilige Haftung folgt daraus, dass wir eben auch nach 9 nur anteilig haften. So, damit sind wir für heute auch am Ende.
Nächste Woche fällt die Vorlesung aus. Übernächste Woche ist Pfingstmontag, da fällt die Vorlesung auch aus. Und übernächste Woche fällt sie auch aus. Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie komplett frei haben. Ich werde morgen Nachmittag für Sie zwei Sachen hochladen, nämlich zwei Dateien, die müssen Sie lesen. Und es gibt einen Online-Test, den Sie ausfüllen sollen. Und das müssen Sie machen in den nächsten 3 Wochen. Ja? Viel Erfolg! Die sind auch hochgeladen. Waren aber erst vor kurzem, weil die letzten Male waren sie nicht hochgeladen.